Hallo zusammen, ich bin Fabian. Herzlich willkommen beim Tech Talk, eurem Kanal rund um Apple. Und heute dreht sich alles um zwei spannende Themen, nämlich einmal darum, Microsofts Versuch, die Suchmaschine Bing mehrmals an Apple zu verscherbeln. Und wir reden über Apples kommende AI-Pläne, ein eigenes AI-GPT auf die Beine zu stellen und das Ganze in iOS 18 und in die kommenden iPhones zu integrieren. Und sehr spannendes Thema und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Ja, und wir beginnen direkt damit, Microsofts Plänen eben Bing mehrmals an Apple zu verkaufen. Das geht zumindest aus aktuellen Gerichtsdokumenten hervor, wo Google sich einer Klage vom US-Justizministerium gegenüber sieht, die eigene Machtstellung missbraucht zu haben. Machen wir das Ganze aber erstmal Punkt für Punkt. Hier ein paar Hintergrundinfos. Bloomberg berichtete zum Beispiel bereits im September, dass Apple Gespräche mit Microsoft über eine mögliche Übernahme von Bing geführt hatte, zuletzt wohl im Jahr 2020. Und in diesem Gerichtsprozess wurde eben auch bekannt, dass Google jährlich etwa 26 Milliarden US-Dollar an Firmen wie Mozilla, Samsung und eben auch Apple zahlt, um die Standard-Suchmaschine zu sein, damit eben kein Platz für andere Suchmaschinen ist. Ja, und Apple selbst erhält von diesen 26 Milliarden US-Dollar angeblich bis zu 20 Milliarden US-Dollar. Also nur dafür, dass Google die Standard-Suchmaschine ist. Mehr braucht Apple dafür nicht tun. Für Google ist es natürlich ein sehr lukratives Geschäft, weil Google über diese ganzen Werbeeinnahmen extrem viel Geld verdient. Und davon geben sie eben einen Teil an Apple ab. Also eine Geschäftsbeziehung, ganz klassisch. Ja, und die Beziehung zwischen Microsoft und Apple, einschließlich dieser Übernahmegespräche, dienen jetzt als Beweis dafür, zumindest laut Google, für Google nutzt das jetzt als Argument, dass wohl tatsächlich Wettbewerb im Suchmaschinenmarkt existiert. Ja, und Microsoft schlug Apple mindestens 7-mal vor, 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 und 2020 Bing als Standardsuchmaschine in Safari zu machen, was Apple wohl jedes Mal abgelehnt hat. Und der Grund waren wohl Qualitätsbewertungen seitens Apple, denn Apple hat wohl bei jedem Angebot von Microsoft mal nachgeschaut, wie die Qualität von Bing im Vergleich zu Google ist und sich dann jedes Mal für Google entschieden. 2018, das war wohl so ein bisschen der Höhepunkt, da hat Microsoft wohl wirklich versucht, die Qualität von Bing deutlich zu verbessern und auch das Ganze an Apple entsprechend zu verkaufen oder eine Art Joint Venture zu machen. Und Eddie Qs Kommentar, also der Chef von Apples Service-Sparte, der hat halt gesagt, Microsofts Investitionen in die Suchqualität und in die Werbeorganisation, die waren unzureichend im Vergleich zu Google und eben den möglichen Investitionen von Microsoft. Ja, und zur Google-Apple-Partnerschaft, da war es dann so, Google zahlt Apple, wie gesagt, Milliarden an Apple, um diese Standard-Suchmaschine auf Apple-Plattformen zu sein. Was ein Hauptgrund war, warum die Gespräche über eine Übernahme von Bing ja nie über so ein allgemeine Gespräche hinausgekommen sind. Und die Frage ist halt jetzt, war das eine gute Entscheidung von Apple? Das, wie seht ihr das? Hätte Apple Bing kaufen sollen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare oder hinterlasst eine Sprachnachricht. Meine Meinung dazu ist, keine Frage. Die Google-Suchergebnisse zählen nach wie vor zu den besten der Welt und aus geschäftlicher Sicht, mal im Ernst, 20 Milliarden US-Dollar jährlich einfach mal so ins Portemonnaie gespült zu bekommen, für mehr oder weniger nichts tun und dazu noch die beste Suchmaschine zu halten, das ist für Apple aus geschäftlicher Sicht natürlich ein No-Brainer. Aber es ist natürlich irgendwo auch schon klar, dass Konkurrenten nicht den Hauch einer Chance haben, größer und besser zu werden, wenn es keine Reichweite und damit auch keine Geschäftsgrundlage gibt. Wie sollen andere Unternehmen denn auch nur annähernd irgendwie was an Geld verdienen, an Werbeeinnahmen generieren, wenn es keine Reichweite gibt, wenn keine Plattform da ist, wo man diese Suchmaschine anbieten könnte? Ja, und ich bin auch ganz ehrlich, so wie ich diesen ganzen Monopol- und Marktmissbrauchsgerichtsfälle aktuell sehe in den USA und Europa, es gibt ja diverse Fälle dieser Art. Es gibt ja eben jetzt auch jüngst diesen Digital Markets Act in Europa. Ich denke, dass diese Suchmaschinendominanz in dieser Form enden wird. Apple wird sich nicht auf ewig darauf verlassen können, so viel Geld von Google zu bekommen für nichts tun, mehr oder weniger. Ich denke, Apple wäre gut beraten, das Feld eben auch für die Konkurrenz zu ebnen und andere Suchmaschinen mehr ins Spotlight zu rücken. Ja, und außerdem würde ich mir grundsätzlich sowieso wünschen, dass Konkurrenten wie DuckDuckGo oder Bing den Markt beleben würden. Ja, und das bringt uns eben auch direkt zum nächsten Thema.
nämlich iOS 18, die AI-Features und auch die kommenden iPhone 16-Gerüchte. Denn wie viele von euch sicher schon gehört haben, soll iOS 18 mit ganz vielen neuen KI-Funktionen kommen. Es soll ein richtiges KI-Feuerwerk von Apple geben, sowohl für iOS 18 als auch den weiteren Apple-Betriebssystemen, iPadOS, macOS. Was genau jetzt geplant ist, das sage ich euch jetzt. Starten wir mit dem, was wir schon wissen. Zum einen wissen wir von Apple-Boss Tim Cook selbst, dass Apple an KI-Features arbeitet. Denn nämlich während der letzten Gewinnpräsentation, da überraschte Tim Cook mit einem echt seltenen Hinweis auf zukünftige Produkte. Da hat er nämlich gesagt, Apple investiert enorm viel Zeit und Mühe in KI-Technologie und will später im Jahr Details unserer fortschreitenden Arbeit teilen. Ja, später im Jahr heißt ja natürlich vielleicht so WWDC. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Da wird das kommende iOS 18 vorgestellt, das dann im Herbst veröffentlicht wird. Ja, und aber dass Apple, dass Tim Cook so viel vorab schon mal sagt, das ist sehr, sehr untypisch für eben Tim Cook, der normalerweise sehr, sehr schweigsam ist. Also, warum hat er diesmal so viel verraten? So viel in Anführungsstrichen, aber es ist schon viel für Apple-Verhältnisse. Vermutlich will er zum einen Bedenken von Investoren und Analysten besänftigen, die nämlich echt Angst hatten jetzt so, dass Apple gegenüber OpenAI und Google, OpenAI ist die Firma hinter ChatGPT, dass Apple da ins Hintertreffen geraten würde. Es hielt sich nämlich ebenfalls hartnäckig das Gerücht, dass Apple beim AI-Zug etwas spät dran ist, weil man eben nichts von Apple gehört hat. Ja, und auch Bloomberg hat Quellen bei Apple, dass Apple an KI-Features arbeitet. Bloomberg sprach davon, dass Apple bei iOS 18 intern vom größten iOS-Update aller Zeiten ausgeht, angetrieben von cleverer künstlicher Intelligenz eben. Und Mark Gurman von Bloomberg, der berichtete bereits im Juli 2023 von Apples eigenem großen Sprachmodell, diesen sogenannten Large Language Models, so nennt man diese KI-Technologien, diese Methoden, wie sie eben ChatGPT anbieten. Und Mark Gurman sprach hier von Apple GPT. Ja, und auch in iOS 17.4, da fanden sich bereits Hinweise auf Apples Arbeit mit KI und sogenannten Large Language Models. Offenbar nutzt Apple hier die ChatGPT-API von OpenAI zur internen Entwicklung eigener Modelle, was schon sehr spannend ist. Und außerdem, auch jetzt hat Apple bereits KI-Unterstützung, zum Beispiel den Apple Keyframer, den hat Apple jüngst vorgestellt. Der erstellt Animationen aus Fotos und Textanweisungen. Wichtiger und spannender ist aber, was jetzt wirklich in iOS 18 kommt. Und hier gibt es ein paar ganz heiße Gerüchte. Und das Ganze basiert jetzt nicht nur auf anonymen Apple-Quellen, sondern eben, man kann ohnehin bei Google, Samsung und ChatGPT sehen, in welche Richtung es gehen wird. Und starten wir mit Siri. Siri soll smarter werden. Sie soll cleverer werden. Und man kann an Plattformen wie ChatGPT oder eben Googles Gemini sehen, in welche Richtung es gehen wird. Die Fragen sollen besser beantwortet werden, es soll mehr Informationen geben und natürlich soll auch die Sprache natürlicher wirken. Ja, und wer sich jetzt einmal schon ein bisschen mit ChatGPT unterhalten hat, das Ganze kann durchaus eine richtige Interaktion werden. Natürlich ist das Ganze noch nicht auf einem Niveau wie mit einem Menschen, aber je mehr man sich unterhält, es gibt richtiges Feedback, man kann Gegenfragen stellen, ChatGPT hört immer zu, es gibt definitiv auch mehr Informationen, auch wenn manchmal ein bisschen viel gelabert wird, aber man kann auf jeden Fall sehen, das Ganze funktioniert schon ziemlich, ziemlich gut und man kann sehen, in welche Richtung hier Siri intelligenter werden könnte. Ja, und ich finde das Ganze auf jeden Fall super wichtig und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass Apple das machen wird. Ich selber bin regelmäßig positiv von den Antworten von ChatGPT überrascht, auch wenn, wie gesagt, manchmal ziemlich viel gelabert wird und manchmal auch nicht alles stimmt. Ja, und machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. KI kann Apple nämlich auch in Office-Apps einsetzen, wie Pages, Keynote und Numbers. Die könnten nämlich bald zum Beispiel Texte zusammenfassen, was jetzt zum Beispiel ChatGPT und Googles Gemini schon können. Inhalte können automatisch erstellt werden, also Texte, und auch noch weitere KI-Tricks beherrschen. Und natürlich kann auch Apple Music mit KI aufgeheizt werden. Zum Beispiel kann es eine automatische Playlistengenerierung in Apple Music geben. Ja, und wenn die Musikempfehlungen dann KI besser werden, dann warum nicht? Ich kann mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Auch die Spotlight-Suche, die könnte mit künstlicher Intelligenz deutlich aufgemotzt werden, mehr Informationen anzeigen und auch komplexere Aufgaben bewältigen. KI kann zum Beispiel auch beim Programmieren helfen. Für Xcode sollen KI-Features kommen, die Codeblöcke vervollständigen und beim Testen der Apps helfen werden.
Und KI soll wohl auch in der Health-App zum Einsatz kommen. Zum Beispiel als eine Art Gesundheitscoach, zum Beispiel vielleicht auch in der Fitness-App. Also zum Beispiel könnte eure Apple Watch im Zusammenspiel mit der Health-App KI-gestützte Wellness-Funktionen oder Fitness-Funktionen und Empfehlungen anbieten. Und die Nachrichten-App, die soll auch smarter werden. So soll es dank KI möglich sein, Nachrichten zu vervollständigen, Fragen zu beantworten und eingehende Texte zusammenzufassen, eben direkt in der Nachrichten-App. Ja, ich frage mich jetzt natürlich, welche dieser Funktionen würdet ihr besonders cool finden? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder eine Sprachnachricht schicken. Meine Meinung zu dem Ganzen, ich kann mir viele von diesen ganzen KI-Funktionen wirklich sehr, sehr gut in iOS 18 vorstellen und halte es auch für dringend erforderlich, dass Apple diese umsetzt, weil aktuell habe ich hier und da schon mal ChatGPT genutzt für eine Recherche oder eben auch für einfache Textsachen. Und manches davon ist schon sehr, sehr praktisch. Wenn Apple das nicht tut, dann würde Apple ohne Zweifel ins Hintertreffen gegenüber der Konkurrenz geraten. Wir wissen, Apple ist in Sachen Siri beispielsweise sowieso schon nicht auf dem aktuellen Stand. Da muss also definitiv was passieren. Vielleicht wird es noch nicht alles direkt zum Start von iOS 18 verfügbar sein. Im September 2024. Apple ging ja zuletzt immer wieder dazu über, einige iOS-Features erst im Laufe der Zeit zu veröffentlichen. Also ist gut möglich, dass hier einiges erst später kommen wird. Passend dazu gibt es übrigens noch zwei weitere Infos. Erstens, Apple mag jetzt nicht immer sehr kommunikativ sein, was AI angeht. Wir haben jetzt in der Vergangenheit nicht so viel gehört, nicht wahr? Außer diesen Teaser von Tim Cook jetzt. Aber dass Apple mit bei der Musik sein dürfte, das zeigen vor allem die Investitionen der vergangenen Jahre. Denn Apple ist das Unternehmen, das im Hintergrund die meisten AI-Unternehmen von allen Tech-Unternehmen kauft. Deutlich vor Google, Meta und Microsoft. Und das jetzt nicht nur im vergangenen Jahr, sondern auch schon in den Jahren zuvor. Also intern passiert da ganz schön viel bei Apple. Und zweitens, Apple wird laut aktuellen Gerüchten auch bei der Hardware des iPhone 16 einen drauflegen. Nach einem Bericht des Economic Daily heißt es nämlich, dass die neuen Apple-Prozessoren, also der M4 und der A18, deutlich mehr KI-Rechenkerne bekommen sollen, was die KI-Leistung massiv steigern würde. Konkret dürften wir hier über die Neural Engine reden, welche seit dem iPhone 12 mit 16 Kernen arbeitet. Und die Neural Engine, die wird zwar von Chip-Generation zu Chip-Generation schneller, mit mehr Rechenkernen dürfte Apple hier aber nochmal einen deutlich größeren Sprung durchführen. Also Leute, sagt mal, was ihr so von dem ganzen AI-Trend haltet. Habt ihr selber schon mal mit ChatGPT geredet, mit Google Bard oder Google Gemini oder andere KI-Produkte genutzt? Es gibt zum Beispiel einige Notiz-Apps, wo das auch schon genutzt wird. Vielleicht habt ihr es ja für die Schule oder die Arbeit schon benutzt, zum Texte schreiben, für Hausaufgaben oder Recherche oder Übersetzung. Und wie zufrieden wart ihr? Bin ich echt sehr gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare oder schickt eine Sprachnachricht an die 0151416607. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr Apple News haben wollt. Ich würde mich freuen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Euer Fabian.